So, liebe Leute, wir sind zurück, immer noch im Kloster. Wir haben in der vergangenen Folge Tränke gebraut und Essen gestohlen für den Kellerer. Jetzt müssen wir bloß noch rausfinden, wo ist der Kellerer? Wir dürfen uns hier jetzt aktuell leider nicht wegbewegen. Und? Nehme ich es mal mit. Da ist doch bestimmt Geld drin. Kann man das nicht klauen? Haben wir aber Glück gehabt. Da steht ja noch eine. Ab Peters Zustand verschlechtert sich. Er soll den Herbst nicht mehr erleben. Nein, nein. Peter ist stark. Er wird noch viele Jahre in dieser Welt wandeln. Ich wünsche ihm das Beste. Aber die Veränderung, die ich ersehne, kann nur ein Neuer abbringen. Warten lohnt sich. Es eilt nicht. Ist er doch bestimmt hier, oder? Mensch, Mensch. Naja, wir werden nochmal mit ihm sprechen. Vielleicht müssen wir ja noch irgendwas machen. Was wünschst du, Bruder Gregor? Gibt es etwas, bei dem ich helfen könnte? Da gibt es tatsächlich etwas. Du weißt vielleicht, dass Abt Peter sehr krank ist. Ich interessiere mich für die Medizin und ich weiß, es gibt ein Heilmittel für die Krankheit des Abtes. Mit deiner Hilfe könnte ich mehr herausfinden und Peter noch einige weitere Jahre bescheren. Was sagst du? Wofür brauchst du mich? Um an das Rezept für dieses Heilmittel zu kommen, müssen einige Regeln gebrochen werden. Die meisten Brüder glauben, eine Krankheit ist eine Nachricht Gottes und wir dürfen seinen Willen nicht missachten. Ich aber glaube, da Gott uns nicht nur Krankheiten schickt, sondern auch Heilmittel, sollten wir die Menschen von ihren Leiden befreien. Das Heilmittel für die Krankheit des Abtes könnte in einem der Bücher unserer Bibliothek verzeichnet sein. Aber es befindet sich unter den verbotenen Büchern, den Libri Prohibiti. Aha. Mein Gewissen sagt mir, ich darf nicht stehlen. Schade. Ich hoffte, du würdest helfen. Wir lehnen hier mal dankend ab. Wir sind momentan genug beschäftigt mit dem, was wir hier so tun müssen. Bis 12 Uhr geht der Spaß hier, ne? Wo müssen wir dann hin? Mhm. Ab 12 Uhr geht's in die Bibliothek. Wo wir den Kellerer finden. Das ist die Bibliothek. Alles klar. Da müssen wir nachher hin. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin schon hier. Ich glaube, wir sind jetzt zu einem. Wir warten hier mal bis 12. Ach nein, jetzt Bruder? Haben... Oh. Was tust du hier? Solltest du nicht irgendwo arbeiten? Müßiggang ist aller Last. Ich bin nur hier. Am Streiten. Ich war dort, wo ich sein sollte. Ich war nur spät dran, weshalb mich wohl niemand bemerkte. Bruder? Tut mir leid, aber ich glaube dir nicht. Das ist deine erste Verwarnung. Mach das nicht nochmal. Nicht wieder in den Keller. Gott sei Dank. Dachte schon, wir müssen jetzt wieder in den Kerker. Das ist so ein Krypto, ne? Ja, das sind die Kasper, die hier... Wir warten hier mal. Wir müssen ja dann in die Bibliothek. Mein Gott, es ist aber auch echt nicht einfach, hier die Aufgaben zu erfüllen, während... Ah. Während man sich hier strikt an diesen Ablauf halten muss. Geh zur Arbeit ins Skriptum. Entschuldigung, Entschuldigung. Da, hier sind wir. Mönch. Mönch. Bei ihm vermutlich. Nee, er ist auch Mönch. Wo ist denn der Kasper? Ach, da steht er doch und sagt nichts. Bruder Bibliothekar.
Was möchtest du? Ich wäre dann hier. Wunderbar. Höchstwahrscheinlich machst du das zum ersten Mal, aber es ist leichter, als du denkst. Es bedarf nur etwas Übung und Latein. Hier ist das Original und da sind die leeren Pergamente, auf die du das Original übertragen wirst. Verstanden? Du mögest beginnen. Versuch es nicht zu verpatzen. Oh Gott, setz dich an einen Tisch und beginne zu schreiben. Hier. Mich hier hinsetzen. Öffnen. Beginne zu kopieren. Gott. Gum et Dremin. Oh Gott, jetzt müssen wir das hier. Gum et Dremin. Gum et. Erdrim, oder? Oh Gott. Unedrim. Nimm mal das. Wenn die. War das richtig? Oh Gott. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein, nein, nein! Unglaublich, wie kann man so viele Fehler machen? Ups. Verzeihung vielmals. Tritt von dem Schrank zurück. Die Bücher darin sind nicht für deine Augen bestimmt. Entschuldigung. So, wie geht denn der Spaß jetzt hier weiter? Das ist ganz schön anstrengend. 12 Uhr bis 4 Uhr, dann kommt das Nachmittagsgebet. 16. Dann warten wir mal so lange. Können wir beim Abendessen die Dietriche austauschen? Dann haben wir die schon mal. Und dann müssen wir noch rausfinden, wo können wir Blut bestellen? Das ist die nächste große Frage. Zack. Auf zum Nachmittagsgebet. Moin, moin, moin. So, dann können wir jetzt aber wenigstens mal hier Ringelblumenaufguss. Steigt wenigstens mal unsere Energie. So, und das Ganze jetzt bis 18 Uhr. Dann gibt's Essen und dann sehen wir den Kellerer wieder. Dann kriegen wir wenigstens die Dietriche. Auf jeden Fall ist so mein Plan. Weiß nicht, ob's so hinhaut. Reise mit den anderen. Ich bin unterwegs. Einfältigeren wird er die Weisungen Gottes durch sein Beispiel veranschaulichen. So, wo ist denn jetzt der Kellerer? In seinem Handeln zeige er, was er seine Jünger lehrt, dass man nicht tun darf, was mit dem Gebot Gottes unvereinbar ist. Gott sei Dank. Sonst würde er anderen predigen. Nee, ist er nicht da? Er bevorzuge im
wegen seines Ansehens. Den einen liebe er nicht mehr als den anderen, es sei denn, er finde einen, der eifriger ist in guten Werken und im Gehorsam. Oder Kellerer. So. Auf keinen Fall darf er darüber hinwegsehen, wenn sich jemand verfehlt. Was bedrückt dich? Vielmehr schneide er die Sünden schon beim Entstehen mit der Wurzel aus, so gut er kann. Er soll daran denken, dass er sonst das Schicksal des Priesters... Ah, den Warenkorb, alle 20 Stück. Und er kriegt dafür Brot, Karotten und Käse und mit. So, wir müssen... Ach nee. Hier vielleicht ein bisschen runtergehen, wenn man nur drei, nur ein nehmen. Zurück, Warenkorb, ein zurück. Oh, reicht immer noch nicht. Reicht immer noch nicht. Benedikti, Kapitel 5. Der Gehorsam. Der erste Schritt zur Demut ist Gehorsam ohne Zögern. Er ist die Haltung der... Halt, stopp. Christus über alles geht. Nee, da nicht. Wir müssen mehr Lebensmittel klauen, das hilft nichts. Wieder zurück. Alter, ist das... Bitte nicht erwischen lassen von so einem Kasper, bitte nicht. Er hat keinen Lohn, sondern verfällt der Strafe der Murrer, wenn er nicht Buße tut und sich... Was wünschst du, Bruder Gregor? Servus. Ah, und ihm verkaufen wir ein Brot, das... Mittel. Ernsthaft, ist das alles so wenig wert? Guck dir das mal an. Och nee. Das ist anstrengend. Auf. Egal, wir klauen jetzt alles, was nicht nagelfest ist. Nein, 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 da rennt schon wieder so ein Kasper rum. Nein. Weg, 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 weg! Riesige Schlacht! Primus Lavitz voll über vor Hunsfällen. Gelobt sei Jesus Christus. So, nochmal. Ich hätte gern zwei Dietriche. Und dafür verkaufe ich dir Brot. 8 Brötchen. Gegenmittel. 4 Karotten. Käse. Der nimmt die Dinger nicht. Oh, nee. Stank fürchterlich bei der Messe. Wohl wahr, es roch wie in einem Weinfass. Und das ist nicht das erste Mal. Ein Mysterium, das jedoch sicher bald gelöst wird. Ein Wunder, dass der Prior morgens nicht den Atem eines jeden prüft. Wir müssen noch mal reingucken in die Quest. Muss, oh Gott, das ist so anstrengend.
nicht Legende, wo bin ich jetzt wieder gelandet? Ich will hier hin. So. Ich muss es lediglich der Bestellliste der Küche hinzufügen und warten, bis am nächsten Morgen eintrifft. Okay. Bestellliste der Küche. Wir müssen gucken, es hilft uns nichts. Wir müssen gucken, wo die Küche ist. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass wir da vorher erstmal. Ja, moin. Geh du mal hoch, finde ich gut. Brauche noch Gemüse. Da steht einer. Waschen? Nee. Doch immer noch nicht, oder? War da nicht nur irgendwo ein bisschen was geklaut? Nee. Stehlen. Nichts mehr. Eine Fackel noch. Ist das alles so anstrengend hier gerade? Richtig heftig. So. Ich fühle mich irgendwie unwohl. Und der wird jetzt wahrscheinlich auch weg sein, ne? Ist das richtig? Natürlich. So. Novize Joachim. Na gut, dann werden wir halt hier erstmal schlafen und speichern, Leute. Und sehen uns dann zur nächsten Folge, würde ich sagen. Dann geht's weiter. Mal gespannt, wie lange wir brauchen, bis wir das alles hinter uns haben. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.